Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Vorschau Nummer 4 von Territory. Ja, wir sind mit dem Stronger Than You weiter unterwegs. Ich habe ein bisschen was probiert, habe leider das mit der Schrift doch nicht hingekriegt, wie ihr seht. Müssen wir mal gucken, dass wir so weiterkommen und wir schauen noch einmal rein in das Spiel mit der Map, die wir jetzt nach dem Intro gleich starten. Bis gleich. So, Stronger Than You. Gucken wir mal weiter. Ja, können wir schließen. Wir haben jetzt hier unsere Leute und wir müssen definitiv in die Gnome-Geschichte hier rein. Und disablen wir das. Close. Und wir müssen das hier remove machen und das insert gen machen. So, und dann wird das ja hier was werden, ne? Das kann man alles so ein bisschen lesen. Da muss man mit der Nase dann da drauf kommen. Aber so wirklich lesen kann man es ja dann auch nicht, ne? Agility. Da kann man es schon wieder gar nicht. Da, jetzt geht's. Ah, dick. Ah, da geht's darum, was Animals essen können. Aber das ist jetzt erstmal, denke ich mal, hier von weniger Bedeutung. Können jetzt hier Protect machen und dann können wir gleich schon gegen die Viecher hier starten oder was? Das würde ich ja jetzt schon Select All. Nee, geht noch nicht. Nee. Da reicht es wohl noch nicht. Mit Protect geht zwar hier anzuwählen, aber wir können noch nicht was tun, da unsere Population noch wahrscheinlich zu klein ist. Aber die wachsen doch, oder? Und hier die Kühe oder was es auch immer sind. Nee, Tür sind nicht, die ist, obwohl Hirschkuh gibt's ja auch, ne? Ja, da müssen wir mal gucken. Gnome Details Protect in. Da war gerade. Aber noch mehr, ne? Okay. Invade ging ganz kurz, oder? Find then, ne? Das wollen wir nicht. Protect. Schützen geht das ja. Select man. Nein, das ist immer noch nicht so weit. Wir müssen erstmal gucken, dass wir diese 600 Migrationspunkte kriegen. Und dann einen zweiten denn zu machen, glaube. Das ist ja unser Feld hier. Wir haben 16 Tierchen hier. 16 Häschen. Die noch am Wachsen sind. Gehen wir auf Stufe 1. So, irgendwo ist was passiert. Ah, die Hühner sind schon am Wachsen. So, wir müssen gleich hier hingehen, denke ich mal, weil hier ist auch noch was an diesem Gras. Aber wir wollen ja Insekten haben und nicht Gras, ne? Aber wahrscheinlich gibt es die Insekten vor allem da. Wo das ganze Viehzeug auch ist, ne? Also Dingens sagt nicht Viehzeug. So, jetzt können wir hier Migrate machen. Wir wollten ja jetzt hier so ungefähr hin, ne? Zack. Jetzt habe ich gar nicht drauf aufgepasst, was da eben stand. Machen wir so und dann geht die Hälfte ungefähr rüber. Und jetzt können wir hier in Wait machen, wenn, ne? Okay. Da sind noch nicht alle angekommen. Da kommt noch einer. Und dann sind sie alle da. Hier sind irgendwo die Frösche am Teich, oder was? Ah, hier gibt's Heuschrecken wohl. Oder, ach, doch, Heuschrecken sind's, ne? Sieht obwohl, es ist... Was passiert denn jetzt mit Invade bei den Bats? Ah, geht. Ich probiere das mal. Hier gehen schon welche kaputt dann. Da ist noch einer, ja, den haben wir auch erwischt. Also wir kämpfen gerade gegen die Bats. Der ist auch erwischt. Müssen die im Keim ersticken sozusagen, ne? Hier wird gerade gegessen. Dieser Ameisenhaufen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das sind die, die wir
im Endeffekt ja machen. Und wenn ich jetzt Invade mache und auf die Kühe gehe, passiert da was? Nee, ne? You can't attack when you have no common food. Aha, das geht nicht. Okay, aber könnte ich dann schon wieder Invade drücken hier und dann nochmal die Bats angreifen? Ja, das würde gehen. Dann würde ich Dreier losschicken von unseren. Nee, machen wir aber nicht, weil wir zu wenig haben. Die müssen erstmal wachsen. Aber wir können mal hier Move machen. Und dahin, oder? So, und dann. Wir sind das einige. Dann machen wir mal einen Move, dann gehen da ein paar rüber. Irgendwie regnet es, glaube ich, gerade nach der Geräuschkulisse. Hier gibt es ja noch so ein paar Fight History, Create New Species, Victory Condition, Victory Condition. Was müssen wir? Kann man leider nicht sehen. Und da war irgendwas mit 120, glaube ich, brauchen wir hier und wir müssen 50 getötet haben von den anderen. Ja, die Hühner kommen auch schon näher. Wir haben hier so Hasen, die kämpfen können, ne? So, and wait. Nochmal hier, denke ich. Ja, machen wir jetzt mal einfach, oder? Man müsste mal hier auch treffen, ne? Wenn er da schon einen haben wollte. Ja, aber der hat uns geschlagen, oder? Aber jetzt haben wir den geschlagen, okay. Und was ist hier? Ja, wir sind erfolgreich gewesen. Gegen die Bats versuchen wir halt Land zu gewinnen gerade, oder? Hier oben sieht es nicht so doll aus bei denen hier, oder? Oh, wir können schon migrieren wieder, also würde ja Sinn machen, ne? Wird das mal hier favorisieren, oder? Obwohl, das ist ja, nee. Wir müssen ja hier jetzt diese Haufen wahrscheinlich haben, ne? Das müssten wir dann hier eher machen. Ich würde jetzt mal hier machen, weil da sind schon einige Haufen, ne? Dann schicken wir mal so ein paar rüber. Und hier sind ja schon wieder reichlich, ne? Können wir ein paar Moven, die dann hier hingehen. Ja, ich glaube, die machen wir erstmal ein paar weniger, so viele dann doch nicht, aber die können rübergehen. Was war da jetzt gerade? Altersbedingt gestorben, denke ich mal, ne, oder? So, wie viel sind hier jetzt? Kann man da sehen? Nee. Hier kann man sehen, Details. Aber leider kann ich es nicht erkennen, ne? Kann es auch nicht markieren oder sowas. Da sehe ich doch nicht mehr durch. Leider funktioniert das so nicht. Aber wir können ja über Invade das Ganze dann machen. Okay, da sind nicht ganz viele da. Und ganz wenige Kämpfermöglichkeiten da und hier. Auch noch nicht. Machen wir natürlich dann nicht, ne? Und hier gehen wir mal da gucken. Das geht wohl nicht. Und die Hühner gehen auch nicht, also gehen nur die Bats oder was. Da wären wir jetzt mit ein paar mehr Leuten unterwegs. Ja, die Kampfkraft ist hier, ne? Hier sieht man ja ein bisschen was, ne? Diese zwei Farben sind dann schon so. Ja, die sind gut in Futter, oder wie ist das? Komm, wir machen mal Fight. Laufen die wohin? Da, jetzt der. Oh, der hat uns geschlagen. Ich glaube, wir haben gerade Leute verloren dadurch, ne? Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht hingehen und da was ändern, ne? Hier können wir auch was verteilen, ne?
Nahrung war schon mal wichtig, ne? Was ist das? Freitubenz. Dann machen wir auf jeden Fall höher. Okay, da ist irgendwas mit Sehen. Agilität war das. Dann machen wir auch mal mehr. Kann man da so viele mehr machen? Weiß ich nicht. Steals? Nee. Wenn müssen wir was weniger machen, ne? Aber das geht auch nicht. Jumper, Sprinter. Ein Sprinter. Feine Nase gibt's da. Da kann ich nichts mehr machen. Ich glaube, jetzt habe ich hier alle Punkte gerade vergeben. Da kann ich aber hier vielleicht einen weniger machen und mache lieber hier oben einen mehr. Ich würde sagen, das hier ist die Widerstandskraft wahrscheinlich. Geht das nicht da ein? Wohl nicht. Ich hätte gedacht, dass man da was drauf machen kann. Kann man aber wohl nicht. Okay, dann haben wir das erst weitergemacht. Den of Rabbits, Den of Bats 1. Okay, ach so, das war das, was wir gerade gemacht haben. Genau. Hier sind am meisten drin, ne? Move wir mal nach da. Und diese Population kann auch tatsächlich rübergehen. Wie sieht es hier aus? Also, die würden nach da gehen. Und da sind auch einige drin, ne? Wow. Dann machen wir da auch noch einen Move. Wenn die alle da sind, gehen wir mit den ganzen nach da. Und hoffen, dass wir diese Bats dann, die Fledermäuse dann kriegen, oder? So, das ist, glaube ich, der letzte. Und Invade. Fledermäuse. Das sind jetzt nicht so viele, ne? Aber machen wir mal. Der hat uns geschlagen, aber wir haben den geschlagen. Okay, das hat geklappt. Hier gehen noch welche rüber. Da ist noch einer von uns. Jetzt ist er aber normal geworden, glaube ich. Lemur is protecting its territory. Also bis jetzt sieht's ganz gut aus, oder? Lemur ist da oben. Das ist hier ein Waschbär oder was ist das? Was haben wir denn noch hier? Hedgehogs sind gerade keine da, oder? Nee. Die Hühner, die sind noch da. Ich weiß nicht, ob wir die Hühner angreifen können, aber die Bats können wir auf jeden Fall. Das wissen wir jetzt schon. Move. Ja, move mal rüber. Weil hier sind jetzt ja weniger, glaube ich. Den auf Nummer 1, einmal gehört hinter den auf Nummer 1, okay. Und move. Da haben wir auch einige. Ja, lass die mal auch rüber wandern. Die Mitte ist stark. Die Bats essen die Insekten auch auf, ne? Also sind Fressfeinde. Die müssen wir jetzt wegmachen. So, dann würde ich sagen, machen wir mal hier wieder Invade. Wie nur drei können angreifen, dann sind die noch nicht so weit, ne? Hier sind zwar reichlich da, aber funktioniert irgendwie nicht, ne? Wir müssten mal gucken, dass wir hier irgendwas ändern, aber ich weiß nicht was. Okay, das war schon höher gegangen jetzt. Okay, da können wir nichts machen. Slide. Ja. Da müssen wir wohl mehr Punkte in irgendeiner Form haben, um das zu erhöhen, ne?
Update Genome. Geht nicht, ne? 1200, wir sind bei 917 erst. Tent of Bats are invading the Tent of Rabbits. Wo sind die jetzt? Da. Ah, nee, ich will jetzt den und den will ich auch nicht. Ich will jetzt hier Protect machen. Ja, das mit Schützen geht gut. Ja, hol den doch dann noch. Hier, er hier. Der muss noch was machen. Weiß nicht, ob er dabei gestorben ist. Ich glaube ja. Die essen da. Können wir Invade wieder machen und gucken wir mal. Ne, es sind zu wenig. Hier unten sind natürlich jetzt mehr. Oh, Migrate. Zack. Und das machen wir. Geht ihr da mal rüber? Das sind die Rentiere, die Hirsche. Im Eisberg ist the Territory, okay. Jetzt müsste man hier noch gucken, ne? Leider können wir nicht sehen, wie viel die da haben oder nicht haben, ne? Wenn ich hier ein Wait mache, das ist zu wenig, definitiv. Und hier ein Wait. Ah, das sind ein paar mehr, bringt mir aber auch nicht so ganz so viel, glaube ich. Aber vielleicht müssten wir von mehreren das machen, ne? Wie viel haben wir denn hier mit Invade? 2, 4, 5, ja. Kampfkraft ist natürlich nicht so hoch, ne? Können wir denn die Kampfkraft steigern irgendwie? Hier, ne? Oh, da ist jetzt hier gerade was frei geworden, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Tough Skin, das hört sich doch an, als ob das dann dickhäuter wird. Das war doch gut, oder? Geht da noch mehr? Ja. Okay, wir können da ganz viele Punkte machen. Können wir da jetzt auch noch was machen? Upgrade Gen. Ja, super. Und dieses, das geht noch nicht. Da müssen wir hier wahrscheinlich... Ah, gut. Aber ich glaube, wir sind da schon ein ganzes Stück gerade weitergekommen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir genug davon haben. Invade. Die da. Ich mach das mal. Und die da. Invade. Die da. Und die nehmen wir auch mit. Und wie viel haben wir da noch? Invade die da. Und los. Vielleicht kriegen wir die alle geschlagen. Ausbreiten haben die sich nicht können. Schon mal die Bats. Der ist auch weg. Es sind noch einige über. Hat nicht so gut geklappt. Dem Respecting the Territory, dann adding the top parts. Ja, okay. Ja, da oben greifen die sich gegenseitig an die Hühner und die Waschbären oder was es auch sind. So. Jetzt müssen wir nur gucken, ne? Wie sieht das denn aus? Ja, da sind einige hier, ne? Fight. Das sind zu wenig. Und das. Das sind wieder ein paar mehr. Machen wir. Wir müssen diese Art von der Karte runterkriegen. Da ist noch einer. Das, ah, guck mal, wir haben es geschafft. So, gegen die haben wir dann gewonnen. Die Bats sind nicht mehr da. Jetzt müssen wir nur gucken, welche dann dran sind, weil ich glaube, wenn das hier Bären sind oder was es auch immer ist. Ne, Biber sind's, okay.
die sind natürlich jetzt dann vielleicht zu stark oder sowas und die Hirsche sowieso. Dann müssten wir gucken, ob wir die Hühner als nächstes vielleicht angreifen. Aber alles das, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Vorschau. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.